Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit meiner Druidin. Letztes Mal haben wir ja gestreamt und diesmal werden wir einfach mal wieder eine Folge aufnehmen. Genaueres zu den neuen Plänen werde ich, wie gesagt, nochmal ein Video machen. Das haben wir ja jetzt mal vercheckt oder ich habe es vercheckt. So, das heißt, wir müssen jetzt hier in den Sümpfen, sind wir jetzt gestartet. Und wir haben jetzt die erste Quest. Die kennen wir ja schon, Kaya Cola. Und dann hier noch die Unterwasser. Achso, das ist Unterwasseratmungstrank. Wir müssen halt hier die Piranha. Also wir kriegen die Kaya Cola am Ende. Aber wir müssen halt hier die Makura töten und halt die Krebse. Das werden wir jetzt auch machen. Das wird, denke ich mal, auch nicht ganz so lange Folge. Wir sind ja im Stream, wie ihr sehen könnt. Sind wir ja 40 geworden. Also im Stream sind wir schon, ein paar Level, ne? Die wir gut gemacht haben. Jetzt ist auch ein bisschen erholt. Ich habe es ja ein bisschen stehen lassen. Und jetzt geht's mit großen Schritten hoffentlich Richtung PC. Wobei, ich weiß gar nicht, gehen wir nach PC oder nach Nordend? Ich weiß es noch nicht. Ich denke, das werden wir dann spontan entscheiden, wo wir hingehen. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende. Gestern war ja der Horrorstream mit der lieben Keksi. Und muss mal gucken, ob ich heute überhaupt noch mal streame. Wenn, aber wahrscheinlich dann eher Ark. Wir haben ja einen Neustart mit unserem Server gemacht. Wir haben ja gevibed. Ne? Da ja wir ziemlich viele Probleme hatten, die irgendwie auf die Map zurück, also nicht auf die Map selber, sondern auf den auf das Ark selber zurückzuführen waren im Endeffekt. Und jetzt läuft es wohl. Jetzt läuft alles gut. Aber weiter zu WoW. So, wie einige mitbekommen haben, meine Hexe ist tot. Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. Aber der neue Char ist schon in Mache. Und der wird dann demnächst auch euch vorgestellt. Und ich hoffe natürlich, dass wir diesmal wesentlich weiterkommen. Es ist halt schwierig, ne? Dieser Level-Squish, der hat es für die Iron Man echt nicht einfach gemacht. Das ist sogar sehr, sehr schwer geworden, finde ich. Aber ich bin hartnäckig und ich will es schaffen. Ne? Und wenn es für mich bedeutet, dass ich die Hälfte der Klasse alle verbrauchen muss, um endlich da durchzukommen. Aber wir werden es schaffen. Mein Bloodthirsty muss ja auch demnächst mal weitergespielt werden. Da freuen sie sich bestimmt schon alle wieder auf dem Stream. Es ist halt nicht das Aufregendste, ne? Es ist halt eher so Kaffeeschnack, während man prügelt. So. Ich muss nur immer aufpassen, dass ich mit den nicht so spiele, wie ich halt mit dem hier spiele. Weil so wie ich hier durchlaufe, das kann ich mit dem... Ja, Bloodthirsty wird es wahrscheinlich noch gehen, aber mit dem Iron Man kann ich so nicht durchlaufen, ne? Das wäre sein Tod. Sein absoluter Tod. Übrigens, falls ihr sich fragt, wegen hier Unterwasseratmung. Also, wenn die Fläche für die Quests sind, darf man sie schon benutzen. Ne? Dann darf man die Dinger schon benutzen. Und manchmal bist du ja verpflichtet, irgendwas einzunehmen, um halt länger zu überleben. So, wo ist er? Ich bin auch echt mal gespannt, ob wir mit dem neuen Char, wie weit wir da kommen. Ich denke mal, da werden wir auch ein bisschen mehr grinden. So, jetzt brauchen wir nur noch die Krebse. Krebse sind ja auch zum größten Teil am Strand. Aber wir können ja erstmal hier durchs Wasser noch ein bisschen krabbeln. Wir sehen die ja eigentlich schon vom Weiten. Da ist einer. Aber bei der Eule ist es ja auch egal, ne? Wenn du da einen Mob mehr oder weniger prügelst. Alles DP, alles bringt uns näher an die 120. Wir haben ja jetzt schon 40. Wobei 110 ist ja erstmal das Ziel.
Na, damit wir halt Traditionsrüstung bekommen. Wie es halt bei allen verbündeten Völkern mache. Erst die Traditionsrüstung und dann kommt der nächste. Das ist ja das Wichtigste für mich eigentlich erstmal. So, komm her hier. Nicht abhauen. So, wo sind die ganzen Krebse? Da ist Krebs, da unten drin ist noch einer. Da ist auch ein Fischi. So. An diesen Fischen bin ich früher auch oft, sehr oft gestorben. Meia, ging die mir auf den Senkel früher. Die gingen einen richtig auf den Senkel. Ja, und jetzt? Gucke mal, so schnell wie er weg ist. So, die brauche ich nicht mehr, aber ich mache sie trotzdem. Weil Weg freiräumen und so. So, jetzt gehen wir mal gucken. Da ist noch ein Krebs. Das wäre auch der letzte, wenn der jetzt ein Fläschchen hat. Hat er. So, einmal so. Und dann mit dem Wasserschreiter. Damit können wir, glaube ich, schneller reiten. Auch wenn wir natürlich mit damit irgendwas triggern können. Egal. Weil gerade die Krebse sind ja auch böse. Ich habe eigentlich gedacht, die waren mal lieb. Nee, die sind böse. Da ist ein Fisch. So, bitteschön. Hier dein... dein Caipirinha. Wir haben Kopf bekommen. Wow. So, Hallöchen. Hier, bitteschön. Was müssen wir jetzt? Landminen müssen wir machen. Dann die Krokolisten. Und ich glaube, hier ist irgendwo noch eine Quest für die Schreiter, ne? Gucken wir mal. Ja. Ja, ja, ja. Und die Quest machen wir jetzt auch noch. Und ich denke mal, damit haben wir dann auch die Folge gefüllt. Und vielleicht haben wir dann auch sogar schon das nächste Level. Mal gucken. Je nachdem, wie schnell es dann gleich geht. Oh, Kreuz. Ah, ne, das ist eine Mine. Das ist eine Mine. Ihr seht auch schon, ne? Kräuter, Kräuter. Müsste Kräuter sein, oder? Ja. Kräuter gibt es hier auch en masse. Kann man sich, glaube ich... Gerade hier in den Sümpfen könnt ihr echt farmen wie Hulle. Und das kommt mir als Kräuterer, glaube ich, auch echt zugute. Da ist auch noch eine Mine. So, komm her. Immer doof. Ey. Wie? Hat er überlebt? Das gibt's ja nicht. So, nächste Mine. Kroko. Ich meine, Gott sei Dank glänzen die mittlerweile. Früher hat ja nicht alles geglänzt. Da bist ja dauernd in so ein Ding reingerannt. Also ich auf jeden Fall. Obwohl, ich glaube, früher musstest du die mit dem Stock... War das mit dem Stock hier? Entladen oder war das woanders? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwo gab es, glaube ich, auch eine Quest. Da musstest du die mit dem Stock Ja, genau. Entschärfen. Das Kraut, da ist eine Mine. Da ist auch nicht zucken, ne? Wenn du das machst. Da ist auch nicht zucken. So, komm her, Geier. Hier sind ja einige davon. Irgendwie da hinten habe ich noch. Ah, hinter mir ist ein Krokodil. So, gib mir dein Fleisch. Jawohl. Schieße. Da ist auch noch eine Mine. Das Kroko, das ist auch noch eine Mine. Das ist auch noch so ein Schreiter. Ach, guck mal. Wir scheinen gerade in der Ecke alleine zu sein, Gott sei Dank. Aber beschreien wir es nicht. So. Beschreien wir es nicht. Ne? Denk dran. Den Tag nicht vorm Abend loben. So. Mehr du. Ach, da oben ist auch noch eine. Ich würde sagen, wir holen die links noch und dann gehen wir nach rechts.
So. Die ist explodiert. Shitty. Wieso bin ich jetzt verwandelt? Achso. Er ist der. Er ist der Vogel. Aber es ist zweimal Fleisch, ne? Shit. Ja, diese typischen Farmquests. Aber diese Eier, Rieseneier waren damals auch sehr beliebt. So, habe ich. Ich glaube, die Minen ist das erste, was wir fertig haben. So, hier war keiner, aber da ist eine Mine. Und dann holen wir uns den Schreiter. Oh Gottchen, das ist ein Krebs. Den Krebs wollte ich eigentlich nicht. Gott sei Dank, der Krebs ist nicht mitgekommen. So, so ein Schreiter. Stirb. Jawohl. Supi. Na, komm her, du. Immer mit dem Sprint hier. So. Zack. Kroko. Und natürlich das Kraut wieder mitnehmen. Ich bin viel zu weit draußen. Ihr habt jedes Mal die Bäume vor der Nase, ne? Ja, ja. So, Trauermoos. Ja, ja. Man kann hier echt viel... viel farmen. Goldene Sandsamen. Ich glaube hier irgendwo, wie halt dieses Asharas... Ne, nicht Asharas Schleier. Boah, wie hieß denn das? Ist auch so ein Trauermoos da. Ey! Ach, Minen. Wir brauchen noch dreimal Schenkel von euch. Einmal Kugelist und zwei Minen. Ja, ich denke mal, damit kommen wir ganz gut. Und da müssen wir, glaube ich, mal die ganzen Quests aufräumen. Weil wir hier noch die ganzen alten Quests, glaube ich, haben. Rotkammgebirge, ne? Genau, die sollten wir vielleicht mal aussortieren. Das sind nämlich die... die hier... So. Jetzt passt das. So. Komm her. Einmal Fleisch. Gib mir dein Fleisch. Komm. Hinter dem ist auch gleich die Mine. Vielleicht haben wir Glück und die kriegen wir. Komm bitte. Nicht kaputt gehen. Jawohl. Ein Kroko noch. Holen wir uns das Kraut. Und dann gehen wir in die Base. Und das müssen wir eigentlich alles haben. Jawohl. So, fertig. So schnell geht das. So. Einmal alles erledigt. Verwüstete Lande haben wir auch schon die Quest, seht ihr? Pinkt auch schon auf. Aber wir machen erst hier, bevor wir in die verwüsteten Lande gehen. Weil dann müssen wir da hinten so viel machen. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir es retten darum. Ach, die haben den Krebs getötet. Ich denke gerade, was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn da? So, bitteschön. Oh ja, Level Up gibt's auch. Ah, läuft ein bisschen komisch, ne? Aber die Klamotten sehen auch komisch aus, muss ich ehrlich sagen. So, Level Up. Larry südöstlich. Jawohl. So, damit, da müssten wir jetzt dahin. Na, müssten wir einmal, glaube ich, da rüberlaufen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir beim verrückten Larry sind. Also, bis dahin. Bye, bye.